Ich habe mich gefreut über das Buch, als es bei mir ankam, und war dann ganz verwundert, als ich aufpackte, weil vom Sachbuch war er mir ja bekannt. Aber, und da bin ich gespannt, was Sie dazu erzählen, wie kommt er drauf, plötzlich einen Roman? Das fängt ja an wie ein Sachbuch, hatte ich fast so das Gefühl. Wir reden über Bas Kast, den Ernährungskompass. Ich glaube, den kennt jeder. Der ist ja durch die Fernsehen getingelt, durch die Shows wie ein Verrückter. Also ich habe auch Klötze gestaunt. Ich bin jetzt gespannt, was Sie erzählen. Also genau das war nämlich auch mein Gedanke, weswegen das Buch mich auch so neugierig gemacht hat. Und ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Bas Kast ist Wissenschaftsautor tatsächlich, aber er ist auch leidenschaftlicher Autor. Also wenn er einfach ein Buch schreiben will oder einen Roman schreiben will, dann macht er das auch. Und ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen. Also es ist ein richtig schöner Wohlfühlroman. Es ist kein Ratgeber, obwohl der Titel es also den Verdacht nahelegen könnte, ne? Also dieses Werde, der du bist, klingt ja so ein bisschen nach Ratgeber, aber das ist es definitiv nicht. Stehen keine Lösungen drin, ne? Ja, genau. Jeder kann so sich da reinfinden oder ja, sich da abholen lassen, ob es die Firma ist, wo er permanent und ja, fast schon im Hamsterrad drin ist, ob es die Termine sind, die er mit seinem Sohn verpasst, ob es die Familie insgesamt ist. Also jeder hat wahrscheinlich irgendwie Punkte, wo er andocken kann. Ja, also ich hatte so ein, es geht so ein bisschen in Richtung Lebensträume. Ja. Ja, genau. Also der Protagonist, der Nicolas, hatte halt eben in seiner Jugend einen Lebenstraum, dass er gerne Schriftsteller werden möchte. Und drauf gekommen ist er in einem Sommer, den er bei seinem Onkel verbracht hat, in dessen Villa mit großem Parkanlage und Garten. Und der Onkel hat diesen Traum für sich verwirklicht, war auch recht erfolgreich. Dann ist aber der Kontakt irgendwie abgebrochen. Er musste die Firma seines Vaters übernehmen. Hat das auch mit großem Erfolg gemacht, hat ein Unternehmen aufgebaut, ein Pharmaunternehmen, die sich also der Alzheimer-Entwicklung, also Forschung verschrieben haben und ja, merkt eigentlich gar nicht, dass er so, wie er so drin ist, halt eben so. Ne? Und eines Tages bekommt er die Nachricht, dass der Onkel verstorben ist. Und das rüttelt ihn dann nochmal auf, bringt ihn nochmal in die Erinnerung, zumal er da halt eben auch dorthin nochmal fahren wird und ein paar Dinge auch für die Beerdigung noch wieder regeln muss. Und ja, das ist so eine Reise in die Vergangenheit und er erinnert sich da an seine Träume. Ja, genau. Für mich interessant war, ich habe also auch ein bisschen versucht einzulesen. Ich darf immer, wenn ich die Information von Ihnen vorher kriege, und wo ich sage, Bas Kast sagte, er hat das Ganze, den ganzen Roman vor Covid fertig gehabt. Und für mich ist so dieses Bild, was Sie gerade schreiben, wir haben kürzlich so einen kleinen Artikel geschrieben, wo wir sagen, Mensch, die Leute sitzen so in ihrem Leben vor Corona in den ICE, das Ganze donnerte durch die Gegend. Und irgendwann kam der Schaffner Covid und sagte, Entschuldigung, aussteigen, alle mal gucken. Und plötzlich schauen alle mal auf das Leben, was sie bis jetzt hatten, und fragen dich, steige ich da wieder ein? Und das ist so fast so eine ähnliche Situation. Ja, und das macht er so ganz, ganz sensibel eigentlich, ne? Also es ist eine ganz angenehme Art und Weise, muss ich sagen. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Also ein Buch, was einen wirklich auch weiterbringt, genau. Liegt bei mir unter dem Motto, hätte ich nicht gedacht. Ich habe etwas anderes erwartet, weil ich guckte drauf und sagte, was hat es denn jetzt mit mir vor? Und mit Ja. uns. Ich las, ich meine, bei dem Ernährungskompass und so, wie er sich manchmal gegeben hat in den Talkshows, war ich immer so mittendrin und dachte mir, nützt er oder nervt er? Bin ich ganz ehrlich, bin ich ganz bei mir. Aber da musste ich mein Urteil ganz fix revidieren. Ich Ja. bin noch nicht ganz so, aber so beim Überfliegen, völlig anderer Eindruck, ja, gebe ich Ihnen Ja, völlig ja, recht. ja. Genau, und das kann man auch wirklich so an so einem Abend, ja, nach all diesen schrecklichen Nachrichten, die im Moment so unterwegs sind, kann man sich da wirklich ganz zurückziehen und zu sich finden und das, ja, und sich einfach, das einfach genießen. Das ist ein ganz, ganz schöner, facettenreicher Unterhaltungsroman. Dann bedanke ich mich wieder für heute und Ja. wir sehen uns in 4 Wochen hoffentlich wieder. Genau, ich danke auch. Vielen Dank. Wunderbar, bis dahin. Bis Danke, dann. tschüss. Tschüss.